Was sind denn die Risikofaktoren für eine Demenz? Ja, da gibt es nicht beeinflussbare Risikofaktoren und beeinflussbare Risikofaktoren. Und zu den nicht beeinflussbaren gehört eigentlich das Alter. Das ist der stärkste Risikofaktor für Demenz. Und da muss man sagen, umso älter man wird, umso stärker ist natürlich die Gefahr, eine Demenz zu bekommen. 85% der Demenzfälle sind ab dem Lebensalter circa ab 75 Jahren. Dann gibt es natürlich auch genetische Faktoren. Das heißt, man kann Mutationen in den Genen haben. Das ist natürlich je nach Demenztyp auch ein bisschen unterschiedlich. Und wenn ein Elternteil schon Demenz gehabt hat, dann ist das natürlich auch wieder ein Risikofaktor, dass man vielleicht Demenz bekommt. Dann gibt es Hinweise vom Geschlecht her, dass Frauen ein höheres Risiko für Demenz haben, aber das ist nicht vollständig geklärt und es könnte eben auch nur daran liegen, dass man einfach durch die längere Lebenserwartung eher das Risiko hat, eine Demenz zu bekommen als Frau. Und bei den ethnischen Gruppen, da hat man eigentlich durch die Forschung im Moment festgestellt, dass Personen mit schwarzer Hautfarbe häufiger von Demenz betroffen sind. Aber auch das ist noch nicht vollständig geklärt. Welche Risikofaktoren sind beeinflussbar? Ja, also in der Literatur werden eigentlich 12 beeinflussbare Risikofaktoren genannt. Und ich werde Ihnen diese nach den Lebensabschnitten aufzeigen. Und hier werden auch noch präventive Maßnahmen gegen eine kognitive Verschlechterung und Demenz aufgezeigt. Das heißt, die Maßnahmen, die hier gezeigt werden, beziehen sich auf gesunde Personen bzw. auch auf Personen, die schon eine kognitive Einschränkung haben. Und im frühen Lebensalter ist zum Beispiel die Bildung, also eine geringe Bildung, ein ganz ein wichtiger Faktor. Und man sagt hier, man sollte eigentlich schauen, dass in der Kindheit und in der Jugend, dass man zu einer sehr hohen Bildung kommt, um einfach diese kognitiven Ressourcen aufzubauen für das ältere Lebensalter. Das heißt, kognitive Stimulierung sollte sehr früh beginnen und man sagt, sehr hilfreich bis zum 20. Lebensjahr. Danach wird es etwas schwerer. Und kognitives Training bei älteren Personen, also dass man hier das noch als Prävention einsetzen kann, um eben eine Demenz vorzubeugen, beziehungsweise kognitive Verschlechterung, wenn man schon Demenz hat, da ist die Evidenz sehr gering. Das heißt einfach, wenn hier steht Evidenz und Empfehlung, bezieht sich das immer auf die internationale Literatur, die einfach sagt, okay, es gibt schon sehr viele Beweise oder es gibt eben nicht so viele Beweise. Und danach richten sich dann auch die Empfehlungen, ob es eben unter Vorbehalt angegeben wird oder ob das auch stark empfohlen wird. Und manchmal kommt auch noch die Expertenmeinung dazu und dann kann es auch sein, dass zwar die Evidenz eigentlich gering ist, aber die Empfehlung vielleicht dann doch als stark angegeben wird. Also das kann auch sein. Und hier sind zum Beispiel, hier steht kognitives Training bei älteren Personen, hier ist die Evidenz sehr gering bis gering. Das heißt, wir haben keinen Beweis in der Literatur, dass kognitives Training helfen kann im höheren Alter. Und die Empfehlung ist unter Vorbehalt. Und das heißt dann einfach nicht, dass man kein kognitives Training anbietet, sondern einfach, man muss das individuell entscheiden dann, ja, bei welcher Person man mit diesen Maßnahmen etwas setzt oder auch nicht. Im mittleren Lebensalter haben wir auch sehr viele Risikofaktoren. Sie sehen hier zum Beispiel Hörverlust. Da könnten wir sogar zu einer Risikoreduktion von 8% kommen, wenn wir das ausschalten könnten. Und dann haben wir noch Schädel-Hirn-Trauma. Bluthochdruck ist auch ein wichtiges Thema. Zu viel Alkohol natürlich auch und Fettleibigkeit. Also Adipositas. Und Sie sehen hier von den Maßnahmen her, präventive Maßnahmen, hier haben wir beim Hörverlust eigentlich keine Evidenz noch vorhanden, aber es wird empfohlen, zum Beispiel von der Literatur allgemein, dass man einen Hörverlust abklärt von einem Mediziner und dass man Hörhilfen auch verwendet, wenn man sie benötigt. Beim Schädel-Hirn-Trauma haben wir eben, dass man versucht vorzubeugen gegen Kopfverletzungen. Also dass man schaut, dass man Unfälle mit Fahrzeugen, Sport und Sturz, dass man das vermeidet. Wichtiger Faktor gerade bei älteren Menschen ist ja dann auch oft zum Beispiel, dass sie ein schlechtes Schuhwerk haben, ja, wo es dann auch zu häufigen Stürzen kommt.
Dann beim Bluthochdruck wird untersucht in der Literatur Medikamente oder auch ein gesunder Lebensstil, ob das eine Wirkung hat. Und auch hier sehen wir, die Evidenz ist moderat. Die Empfehlung ist unter Vorbehalt, also wieder individuell entscheiden, was die passende Maßnahme ist für die individuelle Person. Und bei der Fettleibigkeit, natürlich ist es wichtig, dass man Gewichtsabnahme und eine Ernährung durchführt. Aber wie gesagt, die Evidenz ist gering bis moderat. Ob das wirklich auch eine Maßnahme ist, die einer kognitiven Verschlechterung bzw. Demenz entgegenwirken kann. Also um das geht es immer. Ja? Und die Empfehlung natürlich für diesen Bereich kognitive Verschlechterung und Demenz, da gibt es eben die Empfehlung nur unter Vorbehalt, also wirklich individuell angepasst an die Person. Aber natürlich muss man entgegenwirken in Bezug auf Fettleibigkeit, weil das ja auch wieder das kardiovaskuläre Risiko erhöht. Und kardiovaskuläre Risikofaktoren sind natürlich auch wieder Risikofaktor für eine Demenzerkrankung. Dann haben wir auch im fortgeschrittenen Lebensalter sehr viele Risikofaktoren. Darunter zählen das Rauchen, die Depression, die soziale Isolation, die körperliche Inaktivität, Umweltverschmutzung durch Feinstaub zum Beispiel und Diabetes. Natürlich muss man bei diesen Dingen immer entgegenwirken, aber die Frage ist natürlich jetzt wieder bezogen auf die Evidenz, ob es eben einer kognitiven Verschlechterung oder Demenz vorbeugen kann. Und hier haben wir eigentlich die Evidenz überall relativ entweder nicht vorhanden oder relativ niedrig. Aber zum Beispiel beim Rauchen gibt es sehr stark die Empfehlung, dass man damit aufhören sollte und dass es vielleicht helfen könnte, dass man eben einer Demenz oder kognitiven Verschlechterung entgegenwirken kann. Ansonsten bei der körperlichen Inaktivität, hier haben wir ein bisschen eine Evidenz. Hier wird gesagt, zum Beispiel Aerobic wäre sehr effektiv. Und da sollte man ungefähr vom Training her 75 bis 150 Minuten pro Woche einrechnen. Und man kann sich das aufteilen von den Minuten pro Tag, aber eine Einheit sollte nicht weniger sein als 10 Minuten. Und ansonsten bei Diabetes, hier haben wir auch wieder zum Beispiel Medikamente, die man einsetzen kann oder Lebensstilinterventionen. Aber wie gesagt, hier gibt es die Empfehlung wieder unter Vorbehalt, weil man nicht weiß, ob es wirklich eine Demenz oder kognitive Verschlechterung vorbeugt. Wir haben natürlich auch sehr viele weitere Risikofaktoren. Ein Risikofaktor zum Beispiel wäre auch noch der Schlaf, der so häufig genannt wird. Man sollte täglich nicht weniger als 5 Stunden schlafen. Und ansonsten die Blutfette, die erhöhten, sind auch noch ein wichtiges Thema. Und dann natürlich ganz individuell gesehen hat jede Person natürlich unterschiedlichste Risikofaktoren auch, die man zusätzlich beachten muss. Wir haben dann aber auch schon Vorstufen der Demenz. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine subjektive kognitive Verschlechterung hat oder bereits schon eine kognitive Beeinträchtigung, dann sind das natürlich 2 ganz wichtige Risikofaktoren, die man beachten muss und sehr gut behandeln, damit man eben sozusagen einer Demenz dann vorbeugt. Hier möchte ich noch kurz erwähnen, also eine subjektive kognitive Verschlechterung, das heißt eigentlich, dass eine Person selbst merkt, dass sie kognitive Defizite hat. Aber wenn der Arzt jetzt einen Test durchführen würde, dann würde er mit dem Test noch nichts objektiv erkennen. Also die Person hätte ganz normale Testwerte. Und da gibt es auch spezifische Kriterien, wo man dann eben sagt, diese Person hat eben eine subjektive kognitive Verschlechterung und das ist wirklich eine Vorstufe der Demenz. Die kann eben zu einer kognitiven Beeinträchtigung führen, auch eine Vorstufe der Demenz. Und beide können dann im Endeffekt wirklich in eine Demenzerkrankung münden, müssen aber nicht. Welche von den genannten Risikofaktoren gehören zu den Lebensstilrisikofaktoren? Und was ist denn genau der Lebensstil? Also der Lebensstil ist eigentlich ganz grob gesagt die Art und Weise unserer Lebensführung. Und das kann die Gesundheit natürlich positiv, aber auch negativ beeinflussen. Es gibt eigentlich im Grunde nicht wirklich einen Goldstandard einer Definition für Lebensstilrisiken oder ja, Lebensstilfaktoren. Aber man kann sagen, ganz typische Faktoren sind eigentlich Alkohol, Rauchen, Gewicht, Ernährung und körperliche Aktivität. Und je nach Definition oder Literatur können auch andere Faktoren dazukommen,
wie zum Beispiel Schlaf, soziale Kontakte und mentale Gesundheit. Also auf was man achtet, kommt natürlich auch immer auf unterschiedliche Krankheitsbilder drauf an. Danke für die Ausführungen. Kann man diese Lebensstilrisiken auch messen? Ja, die kann man messen. Und zwar gibt es da unterschiedlichste Fragebögen. Aber das Problem ist, die meisten sind in englischer Sprache und auch nicht für die Zielgruppe der Demenz entwickelt worden. Deswegen haben wir an der Medizinischen Universität einen englischsprachigen Lebensstil-Fragebogen, haben wir für Personen mit Demenz angepasst und adaptiert. Und dieser Fragebogen heißt Fantastic D. Die Zielgruppe sind eben wirklich Personen mit Demenz, die zu Hause leben. Und der Fokus ist eigentlich, dass man eben diese Risiken im Laufe der Erkrankung erfassen kann. Weil natürlich auch, wenn man schon krank ist, kann man immer etwas Gutes tun für den Lebensstil und dadurch das Krankheitsbild auch stabilisieren. Und diese Version, die wir haben, ist in Papierform und es gibt auch eine Tablet-Version, die aber noch in Entwicklung ist. Sie sehen hier den Fragebogen und mit diesem Fragebogen erheben wir unterschiedliche Lebensstilfaktoren und wie Sie sehen, wären das zum Beispiel die sozialen Kontakte, die körperliche Aktivität, die Ernährung und das Gewicht, Rauchen und Toxine, der Schlaf ist auch dabei und Gefahren vermeiden, Sturz ist eben ein wichtiges Thema, mentale Gesundheit und die Kognition. Und ich habe Ihnen hier auch noch für den Bereich Ernährung die Fragen mitgebracht, die in diesen Fragebogen enthalten sind. Und Sie sehen, es sind eigentlich 4 Fragen, wobei die erste fokussiert darauf, wie gesund sich eine Person ernährt. Dann wird auch gefragt, wie oft jemand frühstückt, wie oft eine Person Süßes, Salziges, Fettiges oder Fertiggerichte isst und das subjektive Gefühl der Personen für ihr Idealgewicht. Haben sie eines oder wie schaut das aus für sie? Und aufgrund dieser Fragen, weil das ist im Grunde ein Screening-Instrument, also man schaut einfach, gibt es in einem Bereich Probleme? Und wenn man sieht, es gibt da ein Problem, könnte man natürlich dann auch mit anderen Fragebögen für einen spezifischen Bereich oder auch für mehrere tiefer gehen und dann schauen, was ist die genaue Problematik. Vielen Dank für die Ausführungen, Sandra. Dankeschön.